Ja, vielen Dank für die Einladung. Genau, ich darf ein bisschen berichten aus der Forschung, Solarenergieforschung. Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Solarenergie und der Integration von Solarenergie und Technologien. Und wir haben über die Jahre auch mehr und mehr sozusagen energiepolitische Diskussionen oder technologische Diskussionen, Energiesystemanalyse-Themen erschlossen, weil wir glauben, es einfach sehr, sehr wichtig ist, die Schlüsseltechnologien auch zu identifizieren und an den Technologien dann sozusagen auch Forschungsarbeit zu machen. Also Fraunhofer ISE ist eines von fünf Instituten in der Nähe in Freiburg und gut vernetzt mit der Universität dort, und dort ist letzten Endes die Ausrichtung auch umwelttechnologisch geprägt. Das heißt, wir haben da jetzt auch ein neues Institut für nachhaltige Energiesysteme, und mit dem zusammen wird sozusagen die Forschung in dem Bereich jetzt auch begleitet. Wir haben neue Chefs bekommen seit letztem Jahr, Professor Henning und Andreas Bett, die in der Doppelspitze jetzt das Institut leiten. Vorher Eike Weber, der ein sehr, sehr starkes PV-Profil hatte, und Herr Henning, der zweifelsohne das Thema Sektorenkopplung sozusagen aufgebaut hat und systematisch mal versucht hat zu ergründen, wo denn tatsächlich die ökonomische Wahrheit liegt der Transformation. Also hat da sehr viel dran gearbeitet. Ansonsten sind wir traditionell in vielen Bereichen aufgestellt. Der größte immer noch die Photovoltaik, ungefähr die Hälfte der 80 Millionen Euro, die verbraucht werden quasi an dem Institut, gehen in die Photovoltaikforschung. Und dann haben wir gegliedert nach Solarthermie, da geht es im Prinzip ganz schlecht, und da geht es auch weiter, würde ich sagen, bergab. Im Moment ist es eher noch relativ stark konzentriert auf die solaren Kraftwerke und die eher größerskaligen Systeme. Dann die Gebäudeenergietechnik, wo wir die ja, Gebäudetechnologien alle sehen, Heizungstechnologien alle sehen und da auch aus dem solaren Bauen natürlich auch schon viel in der Vergangenheit gemacht haben. Die Wasserstofftechnologien waren immer schon am ISE, also sozusagen die Basistechnologie, wie man Solarenergie auch speichern kann, umweltfreundlich. Also insofern hat es dieses Thema immer gegeben und wird es wahrscheinlich auch immer geben. Und da hat Herr Hebling eben seit vielen Jahren auch die Führung des Bereichs. Und wir sind in der Energiesystemtechnik aktiv, in der ich wiederum eine Abteilung habe, die sich mit intersektoralen Energiesystemen auseinandersetzt und Netzintegration. Also schon sehr starken Stromfokus, wiederum gegliedert in vier Arbeitsthemen im Moment oder Arbeitsgruppen, die zum einen die Netze umfassen, also Stromnetze und die Konversion, Energiemanagement in den Systemen, also alles, was stromtechnisch integrativ in die Stromnetze hineinwirkt, zu untersuchen. Das reicht auch bis hin in den Energiemarkt, also welche Geschäftsmodelle sind die richtigen, um die Bewirtschaftung von einzelnen Komponenten zu machen. Wir haben eine relativ starke Truppe im Bereich der Softwareentwicklung, Smart Grids. Das ist auch die letzten Jahre natürlich sozusagen ein Hype-Thema gewesen, was in der Forschung dann hoch und runter dekliniert wurde und so eine Art Vision darstellt. Kann ich auch nachher noch ein paar Worte zu sagen. Fakt ist, dass natürlich die IT-Technologien oder heute Digitalisierung als Top-Thema eine Basistechnologie darstellt, die Dinge auch richtig zusammenzukriegen und auch ideal zu integrieren. Dann haben wir die klassische Systemanalyse. Da laufen auch die Transformationsstudien beim Thomas Schlegel und Andreas Palzer, der die Studie auch im Wesentlichen gerechnet hat. Und eben die technoökonomische Bewertung von verschiedenen Konzepten, was eher mal nicht die Urdisziplin von Fraunhofer ISE war, sondern eigentlich die von Fraunhofer ISI in Karlsruhe, die die Technologiepfade rechnen. Aber so ist es halt mal immer, wenn irgendein Institut sich dann nicht richtig bewertet fühlt, dann versucht es, die eigenen Technologien dann auch mal von ihrer Seite zu beleuchten. Und das hat man da, glaube ich, in einer guten Kooperation auch gut auf die Beine gestellt.
Dann haben wir auch noch eine neue Truppe, die nennt sich Smart Energy Cities und die macht sowas Ähnliches, würde ich sagen. Die guckt halt nicht sozusagen auf eine größere Bilanzgrenze, sondern eher auf die kommunale Bilanzgrenze und schaut, welche Energiekonzepte sind denn für die Kommunen möglich, um die Transformation in dem städtischen Kontext auch zu realisieren. Ja, unsere will ich nur kurz drüber gehen. Historie ist seit 2003 ungefähr mit dem Thema verteilte Erzeugung, dezentrale Erzeugung gewachsen. Ich würde sagen, da gab es den Begriff Smart Grid in der Form noch gar nicht, aber durchaus die Idee schon, verteilte Erzeugung zu untersuchen. Mit europäischen Projekten. Später gab es viele Projekte im Bereich Smart Metering. Dann hat man geglaubt, also durch IT-Technologien kann man die Integration entsprechend fördern und hat dann relativ viel BMWI-Projekte in dem Umfeld gemacht. Es wechselte sich dann mit einer Phase Elektromobilitätsprojekte, später dann auch die Speicher-PV-Speicherprojekte, die halt so ein bisschen die Nahrung für die Drittmittelprojekte auch von Fraunhofer-Instituten in Kombination mit der Industrie darstellen. Heute sind es neben vielen kleinen Projekten, auch vom BMWI im Bereich Integration, auch größere Vorhaben wie die Syntec-Programme im C-Cells-Programm oder auch Copernicus eNavi, wo wir solche Fragen weiter verfolgen. Ich wollte das heute so gliedern, dass wir ein bisschen was hören zum Thema Systemanalyse. Was sind die treibenden Faktoren? Welche Methoden verwenden wir, um die Transformation und Integration der Erneuerbaren zu bewerten? Und dann ein paar Worte zu der Simulationsumgebung REMOD-D, mit der letzten Endes nationale Energieszenarien intersektoral auch vom ISE gerechnet werden und auch in den AKTECH-Studien und eigenen Studien verwendet wurden, um technoökonomische Bewertung von Transformationspfaden zu machen. Mein Acker ist dann mehr die Netzintegration, die Technologie, das heißt die Themen, die wir im Moment rausgesucht haben als technologische Entwicklung, intersektorale Technologien zu entwickeln, zu erforschen und in dem Bereich werde ich ein paar Projekte einfach vorstellen, wo ich denke, das passt eigentlich gut zu der Thematik. Genau, zum Schluss das Fazit. Ja, wie sieht das Ganze aus? Hier nochmal auch ein Tipp in eigener Sache. Diese energycharts.de kennt vielleicht der ein oder andere schon. Ist eine Online-Plattform, Visualisierungsplattform für die Erzeugung im deutschen Stromnetz, was inzwischen relativ gut ist, dass die Daten zugänglich sind. Also es gibt ja eine Strombörse EEX und die haben auch gleichzeitig den Auftrag, die Daten transparent zur Verfügung zu stellen. Das ist alles nicht ganz so simpel. Also wenn man dann genügend Zeit reinsteckt, die verschiedenen Formate alle zu konvertieren, dann findet man auch noch teilweise mit Modellen die tatsächlichen Erzeugungsdaten. Und der Zusammenhang ist klar. Also wir haben den Stromsektor als ersten sozusagen genutzt, um erneuerbar zu integrieren, weil eben auch im Stromsektor die Emissionen mit am größten sind und daher natürlich die Einsparungspotenziale auch groß sind. Von daher war der Schwerpunkt schnell auf PV und Wind. Auch hier gut zu sehen. Man hat die täglichen Einspeisungen mit den Peaks und den Problemen, die kommen, wenn man Solarenergie in die Netze einspeist. Das sind diese gelben Hüte, die man da sieht. Wir kriegen große Spitzenleistungen am Mittag, wenn Sonne scheint, oder typischerweise Windphasen, wo mehrtägig halt Wind durchs Land zieht und dann auch wieder mal einige Tage ganz wenig da ist. Das geht alles oben drauf und wir haben die Basiserzeugung, die unten, die klassischen Kraftwerke, die eigentlich gewohnt sind, dass sie einfach nur die Last versorgen und einfach durchlaufen und ihre 8.760 Stunden möglichst so durchlaufen, dass sie eigentlich ökonomisch optimal laufen. Die Tage sind natürlich gezählt. Wir brauchen also Flexibilität auch von großen Kraftwerken. Sieht man jetzt bei den Kohleblocks hier auch schon relativ gut, dass die Anlagen eben zurückfahren müssen. Sie werden verdrängt. Das war ja sozusagen auch die Absicht vom EEG, dass man den Vorrang hat und damit sozusagen den dreckigen Strom rausverdrängt durch erneuerbaren Strom. Natürlich mit der Folge, dass die Wirtschaftlichkeit dieser Anlagen dann mitunter betroffen ist.
Das Ganze kann dann dramatische Zustände annehmen, dass es nämlich Sommertage gibt, an denen dann nahezu alles schon erneuerbar gedeckt wird und die Anlagen zunehmend Probleme kriegen, weil sie vielleicht auch gar nicht ganz abgeschaltet werden kann oder dann erst wieder Tage oder Stunden brauchen, um wieder in Betrieb zu kommen und damit natürlich Probleme in der Neuorganisation auch von den klassischen Kraftwerken entstehen. Deswegen auch die Exporte. Typischerweise sieht man eigentlich immer relativ viel Stromexport, wenn ganz viel erneuerbar erzeugt ist und man fragt sich, warum geht dann eigentlich die Energie sozusagen ins Ausland und die konventionellen Anlagen laufen teilweise auch noch weiter. Parallel dazu gibt es den Energiemarkt, hier in Rot eingezeichnet, die Preise, die natürlich reagieren und das ist ja auch gewollt, wenn Überschuss da ist, dann gehen die Preise in den Keller und daraus ergibt sich natürlich auch wieder ein mögliches Geschäftsmodell für Nutzer der Energie. Wenn die Energie einfach günstig ist, dann lassen sich eben Prozesse oder Flexibilitäten so erschließen, dass sie sich auch lohnen. Ja, da ist natürlich auch die Frage des Marktregimes, also wie will man das machen? Lässt man beliebige Preise zu oder reguliert man dann auf gewisse Preise? Wir haben dann relativ früh mit Jahresdaten mal hochgerechnet, was das bedeutet, wenn man da irgendwie 100% Szenarien rechnet von erneuerbar im Stromnetz. Das ist nur rein exemplarisch jetzt mal hier das Bild und man sieht, diese Leistungspeaks werden extrem groß. Also es gibt extrem viel Fluktuation, schwarz eingezeichnet. Die Lastkurve im deutschen Netz ist mal zwischen 40 und 80 Gigawatt und die Leistungsspitzen halt entsprechend groß. Also das würden heute die Netze auch keineswegs so verkraften, wie das jetzt hier dargestellt ist. Und man sieht auch hier, der Speicherbedarf, das ist jetzt bei der Windphase in der Mitte zu sehen, der wird durchaus schnell sehr groß, während wir heute eigentlich das ganze Netz und die Kraftwerkparks und die Energiemärkte so gebaut haben, dass es eigentlich keine Speicher braucht und wir deswegen auch fast keine Speicher haben. Und wir dann überlegen müssen, ja, welche Speicher brauchen wir denn dann, um diese Flexibilitäten in den Griff zu kriegen. Grundsätzlich ein Satz zu der Speicherfrage. Ich glaube, das ist inzwischen einigermaßen unumstritten, dass der Zubau von Erneuerbaren zu der sogenannten Residuallast führt. Das ist diese rote Linie. Wenn man die sortiert übers Jahr, dann sinkt sozusagen die residuale Last nach Anteil der erneuerbaren Energien unter die konventionelle Lastkurve und sie sinkt umso weiter, je mehr man erneuerbare Energie zubaut und irgendwann wird die sozusagen auch negativ, das sieht man da ganz rechts bei der roten Linie, das heißt, es wird mehr erneuerbar erzeugt, wie verbraucht wird und damit ist spätestens dann dort ein Punkt erreicht, wo man ein Speicherproblem hat. Also das, daher kommt auch letzten Endes diese Aussage, ab 40% erneuerbar wird es ernst. Entweder Speicher bauen oder Netze bauen. Also Netze bauen zu denen, die noch keine erneuerbar haben. Aber wenn die anderen auch 40% erneuerbar haben, dann brauchen wir halt Speicher. ISA hat verschiedene Sachen, Dokumente auch auf den Webseiten, ist vielleicht auch ganz interessanter Hinweis. Einmal, was kostet die Energiewende, wo die ersten Rechnungen mit dem Transformationsstudien gemacht wurden. Dann regelmäßig aktualisiert auch die Levelized Cost Analyse, die der Christoph Kost auch herausgibt, ist glaube ich jetzt auch die nächsten Wochen wieder ein aktualisiertes Exemplar verfügbar, wo sozusagen die Stromgestehungskosten der zur Verfügung stehenden Technologien bewertet werden von den Experten. Zum Remote-Modell wollte ich ein paar Sätze sagen. Es ist einfach ein Ansatz, das Energiesystem als Ganzes intersektoral auch rechnen zu können, also simulieren zu können. Das heißt, alle Sektoren, Verkehr, Wärme, Prozesse in der Industrie, Strom abzubilden und die alle abzubilden in einem Stundenmaßstab über das ganze Jahr hinweg. Also man möchte sowohl saisonale Effekte wie auch tageszeitliche Effekte drin haben. Man hat bewusst auch nicht die Typtage genommen, sondern hat sozusagen mit ganzen Dargebotsreihen für Wetter, also Sonne und Wind,
solche volkswirtschaftlichen, technoökonomischen Studien gemacht, wo man die Kosten der oder und die erwarteten Kosten, also auch die Entwicklung der Kosten der jeweiligen Technologien hineingebracht hat und damit letzten Endes die volkswirtschaftliche Ökonomie des Systemsansatzes auch berechnet hat. Wie sieht es aus? Fürchterlich komplex. Ich will jetzt auch nur kurz mal demonstrieren. Das heißt, man hat Erzeugerlastreihen, Dargebotslastreihen, die speist man ins System ein. Man hat verschiedene Technologien, Speicher und hat letzten Endes die Zielverbräuche zu ermitteln und dann das Mengengerüst zu ermitteln, was kostenoptimal die Reduktion der Emissionen auch garantiert. Also das ist letzten Endes ein Optimierer, der den kostengünstigsten Fall sucht, das Zielsystem mit möglichst wenig Emissionen auch zu realisieren. Dabei kommt dann raus, im Wesentlichen, dass erneuerbar heute Erwartung ist, im Wesentlichen in Deutschland aus PV und Wind kommt und entsprechend sind dort die Entwicklungen, die man braucht, um die Reduktion zu erreichen, berechnet worden. Und ja, die Größenordnung ist gigantisch, sind hier jetzt mal so um die 400 Gigawatt Erneuerbare, die man da sieht. Also wir haben durchaus dann noch vieles vor uns, wenn man diesen Pfad gehen würde. Für die Technologien heißt es, auch hier gibt es verschiedene Heizungstechnologien als Beispiel, die man bewertet hat. Und Ziel ist es eigentlich, dieser Rechnung zu bestimmen, wie der Marktanteil sich entwickeln müsste, wenn man die Kostenannahmen unterstellt, die über die Kostenkurven eben aufgeprägt werden. Also man sieht, die Gaskessel gibt es, aber sie gehen kontinuierlich raus, die Wärmepumpen nehmen zu. Ist jetzt auch eine rein volkswirtschaftliche Betrachtung, also hat nichts mit den jetzigen Preisregimen und Umlagen zu tun. Und hier sind jetzt Annahmen für die Gaswärmepumpe auch in der späten Phase getroffen. Ja, man kann dann Einzeltechnologien auch bewerten. Hier ein Beispiel aus dem 85% Reduktionsszenario, wo man letzten Endes versucht, die Marktentwicklung oder den Bedarf im System an verschiedenen Speichern zu ermitteln. Hier sieht man jetzt ein Beispiel für die stationären Batterien, Elektrolyse, Methanisierung. Also auch das ist letzten Endes bei den meisten Studien erkannt worden, dass die schnellste Konversion im Strombereich erfolgen wird. Und dann zu einem späteren Zeitpunkt Elektrolyse und Wasserstoff und zu einem noch viel späteren Zeitpunkt dann die saisonale Speicherung mit der Methanisierung, die einfach von der Prozesskette relativ teuer und ineffektiv ist, deswegen sehr spät. Senki-Diagramme auch nur als kurzes Thema, die Prozesse, die es gilt zu verändern, betreffen die Effizienzen der Konversion. Also man muss letzten Endes die Umsetzungsprozesse genau angucken und Senki-Diagramm ist eine Möglichkeit, Primärenergie und Endenergie eben in einer visualisierten Form so darzustellen. Die Grundaussage, die hier rauskommt aus diesen Transformationsstudien, ist im Prinzip, es geht im Wesentlichen um die Steigerung der Effizienz des Energiesystems. Wir haben heute sozusagen eine Nutzungseffizienz von nur 40%, das heißt 60% der Energie, die schmeißen wir einfach weg durch Wärmeprozesse, Abwärmeprozesse und es gilt letzten Endes diese Effizienz des Gesamtsystems auf ungefähr 60% zu erhöhen und natürlich die Erneuerbaren so zuzubauen. Ich springe jetzt hier mal ein bisschen rüber, das waren die letzten Ergebnisse, die der Hans-Martin Henning auf der FVEE-Jahrestagung dann präsentiert hat, wo er letzten Endes vorgerechnet hat, wie viel kostet uns die Energiewende heute mit den aktuellen Rechnungen und hat hier auch darauf hingewiesen, dass das kein günstiger Prozess wird, also das sind Milliarden Euro, die da dargestellt sind, über die Kette von 2014 bis 2050 dargestellt
und ermittelt über die Investition und den Betrieb, wie viel Kosten sozusagen der Betrieb dieses Systems dann erwarten lässt. Das hängt natürlich von den Szenarien ab. Hier sind jetzt verschiedene mal dargestellt. Auch das Eingefroren lassen, also das System so weiter betreiben und den Energiepreis erstmals gleich anzunehmen in der Referenzvariante, ist dem gegenübergestellt. Und insofern kann man jetzt erstmal rein aus der Wissenschaft heraus betrachten, wie sich sozusagen relativ die Kosten verteilen für so ein System. Ja, und hier lassen sich natürlich solche Annahmen dann auch reinstecken, dass man sagt, man rechnet Preisanstiege für fossile Energien, hier in dem Fall jetzt 2% mal angenommen, oder und man macht Preismodelle für CO2-Emissionen, wo man hier jetzt mal angenommen hat, man lässt die Kosten für CO2 steigen bis auf 100 Euro die Tonne in 2030 und danach konstant, und damit ergeben sich sozusagen für die verschiedenen Szenarien unterschiedliche Kosten, die sich eben auch zu einem guten Teil aus den CO2-Kosten, die das System zu tragen hat, eben decken. Und da erkennt man, dass die Ausstiegsszenarien durchaus gesamtvolkswirtschaftlich dann günstiger sein können, wie wenn man einfach so weitermacht wie bisher und die CO2-Vermeidung vielleicht finanziert woanders. Genau, zu den Technologien, was heißt das für die Integration, dass wir im Moment, wenn wir auf Wind und Sonne bauen, folgendes Problem haben: Wir haben Wind im Norden, wir haben Sonne im Süden und wir haben Netze dazwischen. Und wir müssen überlegen, wie kann die Energie sozusagen, die auch sehr fluktuierend eingetragen wird in das System, so verteilen, dass sie auch beim Nutzer ankommt. Das ist sicherlich eine der herausragenden Aufgaben, eine Netzstruktur zu schaffen, die eben es schafft, die Erneuerbare richtig zu integrieren. Grundsätzlich zu Wind und PV kann man sagen, wenn man die Auswertung aus den heutigen Erzeugungsdaten nimmt, dass das durchaus eine gute Ergänzung ist. Also hier sieht man im Prinzip, PV und Wind kommt nie gleichzeitig maximal vor. Also wer hat schon den völlig windigen Tag in ganz Deutschland mit maximaler Sonne? Gibt es halt nicht. Ne? Man hat halt entweder dunkle Tage mit Wind und da ist kaum Sonne, oder umgekehrt, man hat viel Sonne. Insofern ist erstmal die Verteilung recht unkritisch. Nichtsdestotrotz braucht man Netzsimulation. Das ist diese Aktivität, die wir hier haben. Da gibt es natürlich heute sehr aufwendige Studien zum Netzentwicklungsplan, sowohl für die Stromseite wie auch für die Gasseite. Wir haben den Strom angeguckt und haben ein bisschen mitgerechnet. Was kann denn das bedeuten für unsere Netzinfrastruktur, wenn wir derartige Ausbaupfade wählen, die wir da eben mit diesen 400 Gigawatt Wind und PV gesehen haben? Und eine ganz grobe Aussage zu den Remote-Modellen, also Remote ist erstmal ja nur eine Einknotenmodellierung von Deutschland, da tut man so, wie wenn man ein Knotenmodell hat von ganz Deutschland und tut dort alle Energien rein und verbraucht dort auch, also da sind gar keine Netzstrukturen hinterlegt, und hier hat man jetzt sozusagen diese Aufteilung regional verteilt mal hochgerechnet und hat es auf einen Netzentwicklungsplan, der derzeit von der Bundesregierung gemacht wird, den Netzbetreibern, auf den Netzplan von 2035 gelegt und hat mal grob gesehen, dass die Netzstrukturen zwar noch nicht reichen würden, aber auch nicht völlig jenseits dessen sind, was vorstellbar wäre. Also wir hatten da Überlastung von Größenordnung von 20% ausgerechnet, was nicht so viel ist für die Struktur. Natürlich schon unterstellt, dass wir die Südlink-Anbindungen, also die Übertragungsnetze von Norden nach Süden, dann dort auch schon vorgehalten haben. Das heißt, intersektorale Transformationssysteme tragen dazu bei, dass Netzstrukturen nicht übermäßig ausgebaut werden müssen. Also das ist einfach so, wenn die Sektoren gut genutzt werden und alle Netze miteinander verbunden werden, also Strom, Wärme und Gas, dann heißt es auch Entlastung für die übergeordnete Netzstruktur.
Auch im transeuropäischen Sinne ist es das so, dass die Übertragungsnetzbetreiber gar nicht so sehr schreien nach dem Supergrid EU. Das ist eher so ein Marktthema von der EU, die sagt, Energieunion, wir machen eine Kupferplatte und ihr müsst alle zahlen. Also machen wir ein Supergrid oben drüber und wir haben kein Problem mehr und Desertec funktioniert. Also die Netzbetreiber sehen es nicht so. Die sagen, eigentlich reicht ein partieller Ausbau von den Netzstrecken, auch Übertragungsnetzstrecken, zu den Nachbarländern. Technisch gibt es die Diskussion auch im Verteilnetzbereich. Das heißt, wir fragen uns natürlich, wie viele Kosten sind damit verbunden, Solarenergiesysteme zu integrieren in die Verteilnetze. Das ist das, was links dargestellt ist. Das heißt, hier gilt es einfach, die Bedingungen des Netzbetriebs einzuhalten, Spannung, Strombelastung in den Verteilnetzen auch zu gewährleisten. Und da kann man sehr schön solche Heatmaps rechnen, wo man Eintragungen von Solaranlagen oder Ausspeisungen über Wärmepumpen dann einfach so berechnen kann, dass man sieht, wo gibt es denn eigentlich Verletzungen des Netzbetriebs in den unterlagerten Kreisen. Hier im Verteilnetz ist alles sozusagen Blindflug von den Operatoren. Kein Mensch in den Verteilleitwarten weiß, was passiert in den Verteilnetzen. Die sind einfach traditionell so robust ausgelegt, dass das immer passt. Und das ist heute nicht mehr so. Das heißt, wir bauen jetzt PV-Anlagen zu, Speicher zu, Elektromobilität zu. Und dann müssen wir sehr genau gucken, wo passiert was in welchem Netz. Smart Grid ist die Antwort dazu. Das heißt, wir brauchen die Idee der künftigen Netze und der Netzintegration ist, in allen Spannungsebenen Integration zu haben von erneuerbaren und verteilten Erzeugern. Das heißt, in Niederspannungsnetzen, Mittelspannungsnetzen und Hochspannungsnetzen und sozusagen ein IKT, also ein Kommunikationsnetzstruktur draufzulegen, die es erlaubt, mit jeder Komponente Steuerung machen zu können. Mal einfach ausgedrückt. Es ist nicht so einfach, weil wir natürlich zwei parallele Welten haben. Einmal haben wir die regulierte Netzwelt, da muss es stabil funktionieren. Der Netzbetreiber sagt, es muss gehen und das zu wenig Kosten. Und dann haben wir die sogenannte Energiewelt, Energiemarktwelt, die eben sagt, mir ist das Netz egal, ich will an meinem Marktplatz meine Energie verkaufen und ich bündel die so über mein Netzwerk, dass ich meine Energie verkaufe. Das ist sozusagen der Kampf, der da gerade ausgetragen wird, der gegründet ist mit den Initiativen rund um Smart Grid. Im Bundesministerium für Wirtschaft gab es dann die E-Energy-Programme, wo man auch ähnlich wie jetzt bei den Syntec-Programmen so Demonstratoren geschaffen hat, wo man eben mal Demonstrationsanlagen aufgebaut hat, wie so ein Smart Grid auch funktionieren kann. Mit den verschiedenen Akteuren, die es sozusagen nach diesem Smart Grid-Modell dann auch gibt. Im Wesentlichen Netzbetrieb und Marktbetrieb und die Interaktion dieser beiden. Für die Technologien der Kopplung und Sektorenkopplung nutze ich in der Regel diese zwei Schemata, einmal die Flexibilitäten aus dem thermischen Bereich zu koppeln, also hier sind es Kraft-Wärme-Kopplungsanlage im Klein- bis Großformat und Wärmepumpenanlagen, die eben auch Strom erstmal benutzen, um Wärme zu machen und dann wir die relativ günstigen thermischen Speicher erschließen können, Trägheiten im System dann auch zu bewirtschaften und damit auch dynamisch zu koppeln und dann auch preisoptimal betreiben zu können. Daneben die reinen elektrischen Speicher, die jetzt einen Hype erfahren, weil die Elektromobilität kommt, die Speicherpreise runtergehen und wir dann natürlich hocheffiziente Systeme bauen können, die PV-Strom und Windstrom direkt mit hohen Wirkungsgraden speichern können, elektrochemisch und dann auch wieder zurückwandeln. Für die systemische Seite heißt es, dass im Smart Grid die Bewirtschaftung im Vordergrund steht. Das heißt, man will weg von dem typischen wärmegeführten Betrieb von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen hin zum sogenannten stromgeführten Betrieb im Markt. Das heißt, man braucht hier Optimierer, Einsatzoptimierer, wie man es auch in den normalen Kraftwerkanlagen kennt, die halt preissensitiv Preisgefüge bekommen als Vorgabe und danach Fahrpläne auch optimieren und dann Strom und Wärme entsprechend zur Verfügung stellen. Preisoptimal.
da haben wir relativ viel gemacht und man sieht eben, die Systeme sollen mittags nicht mehr allzu viel liefern, Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, die dann das Problem verstärken, dass mittags zu viel Strom da ist, die sollten über den Preis so geregelt werden, dass sie eben in der Mittagszeit, wenn der Preis auch gering ist, nicht auch noch anfangen einzuspeisen in die Systeme und das Problem auch zu vergrößern. Also man kann hier in so einem gemittelten Erzeugungsgang einer solchen Anlage hier in Schwarz sehen, dass die Verlagerung in die Abendstunden ganz deutlich stattgefunden hat mit einer preisoptimalen Bewirtschaftung eines Kraft-Wärme-Kopplungssystems in einem Demo-Betrieb. Auch in Bezug auf die Gesamtlast, das ist ja immer so die Frage, kann das überhaupt irgendwas beitragen, die Flexibilität, hat das relevante Wirkung? Und dann haben wir mal so ein Simulationsmodell gemacht, mit dem wir die Lastkurve zwischen 40 und 80 Gigawatt angeguckt haben in Deutschland und einen Anteil von KWK und Wärmepumpen unterstellt haben und haben schon gesehen, also die wesentlichen Peaks kann man da deutlich beeinflussen. Es macht aus unserer Sicht auf jeden Fall Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, wie eine Markteinbindung von solchen Anlagen stattfinden kann. In dem Zusammenhang spielen auch die Eigenversorgungssysteme natürlich eine wichtige Rolle, auch eine politische Dimension. Nur kurz zum Hintergrund, es gibt die sogenannte Parität aus dem Strompreis, den der Endkunde zahlt, hier oben diese rote Kurve aufgezeichnet, der über die Jahre langsam steigt, auch natürlich durch die Umlagen, und es gibt die Einspeisetarife übers EEG, das ist die große Kurve, die sehr erfolgreich sozusagen erstmal nach unten gegangen ist durch den Markt, der dann eingesetzt hat, und an dem Kreuzungspunkt in 2011 ging natürlich diese Idee los, dass jetzt der Strom, den man selbst produziert, den gekauften verdrängen kann, und mit dieser Differenz zwischen vergütetem Strom in das Netz und der Bezugsenergie lässt sich natürlich ein Speicher letzten Endes dann auch ökonomisch abbilden für den, der ihn betreibt. Und von daher ist das sozusagen der Selbstläufer, der daraus passiert, dass man Eigenversorgungssysteme attraktiv künftig betreiben kann, wenn die Speicher entsprechend günstig sind. Hier nochmal nur eine Kostenentwicklung von den PV-Systemen und die Ausbaukurve, die hängt natürlich im Wesentlichen an den EEG-Vorgaben in 2011, 2012, wo die 7 Gigawatt pro Jahr ausgebaut wurde, und dann der Einbruch ganz deutlich zu sehen. Und heute sind es, glaube ich, 1,5 oder 1,7 Gigawatt in 2017 gewesen. Hier die Preiskurve für die Batterien, auch die bewegen sich im Moment für die häuslichen Systeme in der Größenordnung zwischen 700 und 1000 Euro die Kilowattstunde, und erwartet werden da Preise künftig bis 300 Euro oder unterhalb von 300 Euro. Also das kann man eigentlich nur spekulieren, aber wenn man das vergleicht mit den PV-Preisdaten, die entsprechend nach Markt gefallen sind, kann man sich auch gut vorstellen, dass die Preise da noch deutlich tiefer liegen. Im Bereich der Bewirtschaftung der Systeme hat sich jetzt natürlich schnell eine Diskussion ergeben, was passiert denn, wenn die Leute einfach nur Eigenstromoptimierung machen. Sie machen das ja sozusagen nicht im Sinne der Gesamtnetzgemeinschaft, sondern man fängt dann an, sich einen Bilanzkreis zu machen, der nur die persönliche Anlage betrifft und der nur sozusagen diese Eigenstromoptimierung fokussiert. Und das ist das Problem hier, was man hier links oben sieht, PV-Batteriesysteme, die man nicht intelligent macht, die fangen an, zur Morgenstunde, wenn Solarenergie zur Verfügung steht, den Speicher zu füllen, das ist das Grüne. Und dann ist der Speicher vielleicht nicht besonders groß, dann ist der voll und dann kommt mittags diese Einspeisepeak trotzdem ins Netz. Also das war sozusagen das Problem, oder ist es bis heute. Ich würde sagen, die meisten Systeme laufen genauso. Und die netzdienlichen Systeme, das ist jetzt eine Technologie, da sagt man, wir wollen, dass das nicht so ist und wir wollen, dass die Netzentlastung stattfindet, also ein netzdienlicher Betrieb von Speicheranlagen stattfindet, der es zum Beispiel schafft, die eingespeiste Leistung auf 60% zu reduzieren.
Da braucht man dann Vorhersagen dafür, das wird ein ziemlich intelligentes System und man hat aber dann auch den Effekt, dass in den Spannungsbelastungen der Verteilnetze entsprechend weniger zugespeist wird und damit der Ausbau auch erheblich erhöht werden kann. Also wir können Kosten im Netz sparen und wir haben mal ausgerechnet bis 66% mehr PV zubauen, wenn wir solche Betriebsführungsschemata nehmen. Das ist nicht noch nicht zu Ende, was Batteriesysteme angeht. Also es gibt eine rege Diskussion darüber, was die alles können und was sie wo beitragen, in welchem Netzbetrieb. Ich will das gar nicht so detailliert jetzt erklären, aber im Wesentlichen geht es darum, sowohl eine Eigenstromoptimierung mit den Batterieanlagen zu realisieren, wie auch teilzunehmen an den Energiemärkten mit den Systemen. Da gibt es Regelenergiemärkte, Primärregelenergie, Sekundärregelenergie, Tertiärenergie und all die Märkte wurden natürlich für bisher so definiert, wie auch das Mengengerüst der anbietenden Anlagen ist. Und wenn man jetzt neue Anlagen in der Struktur verändert, dann verändern sich natürlich schlagartig solche Preisgefüge. Das heißt, wir haben in der Vergangenheit auch Notstromanlagen gehabt, die in den Sekundärregelmarkt gegangen sind. Dann sind die Preise verfallen und dann hat es keiner mehr gemacht. Und so ist jetzt der sensitivste natürlich auch die Primärenergieregelung, die im Prinzip sofort weggefrühstückt wäre, wenn da nur ein guter Anteil PV-Anlagen teilnehmen würde. Und da geht es aus meiner Sicht eher um die Frage, wie teuer ist Präqualifizierung für solche Anlagen? Und das ist ein reines Politikum, also wie viel Zuverlässigkeit fordert man verteilten Batteriespeichern ab, um da zu partizipieren? Oder sagt man, man macht es genauso streng wie für eine Riesenanlage, wo das natürlich wahnsinnig teuer ist, so eine Zertifizierung durchzuführen? Also letzten Endes ist es da auch schon wieder eine Frage, wie viel dezentral und zentral. Uns bleibt eigentlich nur, dass wir durchrechnen wollen, was kann die Batterie leisten und wie trägt sie sozusagen bei zu dem Frequenzhaushalt des Stromnetzes, in dem Beispiel hier unten nur mal angedeutet ist. Die Batterie kann durchaus die ganze Zeit aktiv sein, sie kann entladen, beladen, immer je nach Frequenz, die ändert sich ja ständig. Wenn ein Kraftwerk rausgeht, dann fällt die. Wenn zu viel Leistung drin ist, dann steigt die. Und solche Kompensationsregelungen können natürlich extrem schnell einfach über die Frequenzmessung reagieren und dann beitragen zur Stabilisierung des Netzes. Jetzt muss ich ein bisschen auf die Uhr gucken. Wie viel habe ich? Ja, dann skippe ich nämlich die an Folie. Da ging es um einen Versuch, ein Smart Grid zu bauen, ganz einfach mit Tarifen. Vielleicht wollte ich das Wort nochmal dazu einfügen, dass wir glauben, dass es gar nicht so kompliziert ist, ein Smart Grid zu machen, wie man manchmal diskutiert, sondern eigentlich aus unserer Sicht es reichen würde, das wieder zu bekommen, was wir mal hatten. Wir hatten mal flexible Tarife, NTHT für den Endkunden. Wenn man die ein bisschen ergänzt und sagt, für Erzeugung gibt es auch ein NT-Niedertarif und ein HT-Hochtarif und dann hat man vier Preise und mit diesen vier Preisen kann man eigentlich das machen, was das Netz braucht und das haben wir in einem Versuch mal gezeigt, dass man Wärmepumpen und Kraft-Wärmekopplungsanlagen sehr gut betreiben kann mit sehr, sehr einfachen Technologien der Rundsteuerung, die es auch seit 100 Jahren gibt, die heute eigentlich ausgeschaltet ist, weil der Energiemarkt anders organisiert ist und das als Diskriminierung betrachtet wird, wenn verschiedene Leute in verschiedenen Städten andere Preise haben und wir jetzt eigentlich da was Brachliegendes haben, was in der Vergangenheit sehr wohl auch dazu genutzt wurde, um Stromnetze eben entsprechend zu steuern. Hier ein Bild aus der Schweiz, da ist es ja noch reguliertes System, das heißt, wir haben keine Entflechtung von Netzbetrieb und Markt, das heißt, der Netzbetreiber kann sehr wohl eine obere Grenze definieren und sagen, ich habe ab 4000 MW oder 4 MW in dem Fall einen Preis zu zahlen an den überlagerten Übertragungsnetzbetreiber. Ich möchte, dass meine unterlagerten Systeme entsprechende Steuersignale tagsüber kriegen, dass ich die Grenze hier nicht überschreite und die Kosten für den Netzbetrieb eben nicht unnötig steigen. Und das ist durchaus auch intelligent, also solche Tarifzuordnungen werden mit Boilern in der Schweiz gemacht, das ist auch wieder intersektoral, das sind Heizstäbe in den Wasserspeichern und die kriegen dann entsprechend optimierte Schaltzeiten und mit denen wird letzten Endes ausgeregelt das Zielkriterium, was man oben sieht. Ich skippe mal die Punkte durch zur
Elektromobilität vielleicht noch ein Satz. Im Bereich der Smart Grids sind wir auch aktiv für die Integration dieser verteilten Erzeugungsanlagen. Und die wesentliche Debatte, die es aus meiner Sicht darüber gibt, ist die Standardisierung von Kommunikationsprotokollen und die Integration der einzelnen Geräte in ein gesamtführbares Regime. Was wir gemacht haben an der Stelle, ist ein Gebäude-Energiemanagementsystem, mit dem man sozusagen Energiemanagement auf Gebäudelevel auch realisieren kann. In dem Fall haben wir jetzt ein Einspeisemanagement von einer Elektromobilitätsanlage gemacht und einer Wärmepumpenanlage, bei dem die Eigenstromoptimierung erfolgt ist und ja, der Nutzer des Fahrzeugs möglichst schnell natürlich auch seine Beladung findet. Ja, das ist unser Labor dazu abschließend. Wir haben das Smart Energy Lab mal genannt. Es ist eigentlich schon sehr früh vor 5 Jahren entstanden mit der Idee, Stromsektor und Wärmesektor miteinander zu verknüpfen und dann die typischen Komponenten, die man jetzt in dem Haushaltslevel bereitstellen kann, dort aufzubauen. Man sieht hier rechts eine klassische Kraft-Wärme-Kopplungsanlage mit 5 kW, die Sinatec DAX. Da können wir Gebäude-Wärmehaushalt im Prinzip abbilden im Modell und typische Tage auch fahren. Und auf der linken Seite sieht man alles, was Speichertechnologie, Wechselrichtertechnologie und ja, elektrische Lasten angeht. Das heißt, wir können da den ganzen Haushalt abbilden, simulieren und auch Energiemanagementsysteme direkt dort entwickeln in den sogenannten Hardware-in-the-Loop-Tests. Das heißt, man nimmt eine Komponente raus und simuliert im Prinzip eine virtuelle Realität außenrum. Zum Fazit: Sektoren im Energiesystem werden zunehmend integriert. Dabei werden zentrale und dezentrale Energiesysteme relevant sein aus unserer Sicht. Lokal spielen Wärmenetze eine sehr wichtige Rolle. Auch bei den Remote-Szenarien sieht man, dass die Wärmenetze im städtischen Kontext eine sehr dominante Rolle spielen. PV und Wind sind die wesentlichen Beiträger der Erneuerbaren in Deutschland. Das ist, glaube ich, auch unumstritten. Die Preise für PV fallen sehr stark. Die jüngste Ausschreibung war jetzt bei 4 Cent. Batteriesystem ist ähnlich zu erwarten. Das geht sehr schnell runter. Und ich glaube, wenn wir in dem Bereich nicht zu viel reguliert und ein bisschen Markt oder ein bisschen freien Markt für Komponenten zulässt, dass es dann da auch sehr schnell noch weiter runtergeht. Speicher werden ab 40% erforderlich, das hatte ich eingangs erwähnt. Ab dem Zeitpunkt von 40% erneuerbar heißt es, wir brauchen aktiv Speicher und müssen überlegen, welche können wir erschließen und wie sind sie integrierbar. Und Batteriesysteme können sicher sehr schnell zugebaut werden, können sehr attraktiv betrieben werden und erfordern in der Regel weniger politische, gesellschaftliche Akzeptanzdiskussionen wie jetzt das Bauen eines neuen Pumpwasserkraftwerks. Also ich glaube, das ist fast unmöglich im deutschen Kontext zurzeit. Netzverbindungen und Ausbau reduzieren Speicherbedarf, auch das hatte ich erläutert. Erneuerbare Energien sind nicht steuerbar, das heißt, wir brauchen gute Prognosen. Das ist auch ein starkes Forschungsthema. Je präziser wir die Einspeisung vorhersagen können, desto besser kann der Markt darauf auch reagieren. Netz und Markt erfordern zunehmend Flexibilitäten, die als elektrische und thermische Speicher schon heute zur Verfügung stehen. Also wir müssen sie eigentlich nur integrieren und einen Preisrahmen finden, der es auch attraktiv macht, sozusagen die Power-to-Heat-Technologie als Beispiel zu erschließen. Tarifstrukturen für Energieträger sind die Basis. Das ist einfach wesentlich, dass wir uns überlegen, wie viel Abgaben hat Strom und Heizöl und Gas oder kann man das vielleicht künftig über eine CO2-Bepreisung so machen, dass da auch letzten Endes Entscheidungen dranhängen, weil schlussendlich der Planer natürlich ausrechnet, was die Wirtschaftlichkeit der Anlage über 20 Jahre macht. Und wenn sich das abbildet, dann entscheidet er sich auch für das erneuerbare oder hybride Konzept. Die Aggregation dezentraler Flexibilitäten gestattet einen einfachen Marktzugang, da die Akteure die IT-Einbindung der Systeme organisieren. Also auch das ist eigentlich technisch lösbar und sobald wir Marktplätze haben, in denen wir solche Flexibilitäten auch belohnen, dann werden sie auch wahrgenommen. Das ist unsere Meinung dazu, genau. Und ansonsten
bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und freue mich jetzt auf die Fragerunde. Danke. Ja, wir danken Ihnen ganz herzlich. Also das waren jetzt so viel Informationen auch über Technik, die mein armes Ökonomenhirn etwas überfordern momentan. Aber super spannend. Ich kann mit einer Frage loslegen, aber ich kann auch erstmal um mich schauen, ob Fragen bestehen. Soweit erstmal sehe ich keine. Dann frage ich erstmal. Eine Frage, die sich mir immer wieder stellt, das ist jetzt sozusagen ein Aspekt herausbegriffen, ist sowohl die Studie, die Akkatech rausgebracht hat, als jetzt auch Ihre Rechnungen sind ja teilweise sehr unterschiedlich, da war ich jetzt ganz überrascht, aber teilweise auch sehr ähnlich natürlich, was zum Beispiel den Ausbau von Erneuerbaren angeht. Also die Akkatech-Studie sagt, glaube ich, bis zum Fünffachen, je nachdem, wie sich auch Effizienz etc. entwickelt. Sie haben jetzt ungefähr vierfach. Da stellt sich natürlich die Frage, klar, mit den momentanen Ausbaukorridoren für Erneuerbare werden wir das nie erreichen, aber wenn man die jetzt aufhebt und im Koalitionsvertragsentwurf steht ja auch drin, die sollen durchaus erhöht werden, die Ausbaukorridore, haben wir momentan überhaupt schon die Kapazitäten, diesen Strom zu transportieren, zu speichern oder macht das jetzt noch nicht Sinn, sofort damit anzufangen? Die Netzbetreiber würden jetzt, glaube ich, relativ klar sagen, wir haben sie noch nicht und wir müssen warten, bis die Netzstruktur da ist, weil natürlich die Redispatch-Leistung, die wir heute zahlen und die Abregelleistung, die heute gezahlt wird, die ist schon enorm. Also ich glaube, das war jetzt für die Amprion oder ja, im letzten Jahr 500 Millionen Euro. Die wurde im Prinzip in Wind geblasen durch Abschalten von Kraftwerken und erneuerbaren Anlagen, die ja entschädigt werden. Das heißt, der Netzkunde hat es gezahlt und die nutzen das natürlich schon als Druckmittel, auch zu sagen, jetzt wenn das Netz nicht da ist, können wir das nicht einspeisen und dann macht auch ein weiterer Ausbau erstmal nicht Sinn. Ne? Aber es ist halt Henne-Ei. Also ich denke, wir müssen sehr, 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 sehr klar und schnell die Netzinfrastrukturen zur Verfügung stellen und wenn die dann da ist, dann darf es aber auch nicht 4 Jahre dauern, bis dann die Anlagen kommen. Also wenn wir jetzt nach Offshore 30 Gigawatt anbinden mit festverzinsten 9% Rendite und da ist ein Netzanschluss auf der Nordsee und dann kommen da keine Windanlagen, das wäre natürlich auch dumm. Ne? Also man muss letzten Endes relativ klar sagen, so ist die Netzstruktur und so ist der geplante Ausbau und die Roadmap muss man dann zulassen. Aber das heißt im Prinzip, die Resultate des Modells sind erstmal auf der Kupferplatte basierend und würden die von Remmut, ja. Genau, ne? Die genau. Von Remmut sind absolut nur Kupferplatte und nicht regional ausgeprägt. Das ja, also das heißt, das müsste man da nochmal mit einbeziehen, wenn man sich die auch kostenoptimalen Pfade eigentlich anschaut. Ja. Aber wenn ich jetzt so einen setzdienlichen Speicher hätte, worauf würde der denn reagieren? Also ich meine, aus meiner Sicht sollte er natürlich vor allen Dingen die Preisdifferenziale optimieren. Wäre das dann auch preisnetzdienlich? Ich meine, müsste man ja wahrscheinlich Preises, annehmen, je niedriger der Preis, desto mehr ist im Netz. Also wir hatten schon verschiedene Studien auch in der Vergangenheit gemacht und eigentlich schon gemerkt, dass die EEX-Signale, die wir sehen, ziemlich geeignet sind auch für die Netzdienlichkeit. Also es gibt tatsächlich partiell Verteilnetze, da ist es nicht so. Da ist einfach der Zubau so groß, dass man lokal sagen müsste, jetzt brauchen wir da sozusagen ein anderes Preisschema. Aber ansonsten ist es natürlich schon gut, wenn viel PV eingespeist wird und der Preis dann niedrig ist, dann ist es attraktiv oder muss es attraktiv sein, dass der Speicher diesen günstigen Strom nimmt und dann sozusagen damit speichert. Also man muss genau diese dynamische Kopplung über dieses globale Preissignal im Wesentlichen machen. Und daneben braucht man ein bisschen Signal für die Netzbetriebsführung. Die gibt es ja auch. Es gibt ja die Netzampel. Und mit der wird letzten Endes der kritische Betrieb des Netzbetriebs dann in einem teilweise Marktbetrieb oder gar kein Marktbetrieb mehr einfach dann durchgesteuert. Auch das braucht man. Aber man hätte sozusagen schon individuelle Anreize, tatsächlich auch netzdienliche Anlagen oder netzdienliche Speicher im Prinzip dann auch zu installieren. Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, im Endeffekt ist natürlich die Frage, was sieht der Endkunde oder der kleine Endkunde an Preis für seine Anlage? Ne? Mhm. Und wenn er heute den Preis von der Börse sieht und die alle Abgaben trotzdem zu zahlen hat, dann hat er da einen Cent-Differenz und da hat er sozusagen im Prinzip für ihn keinen Anreiz. Also man muss eigentlich schaffen, die Skalierung des EEX-Preises durchzukriegen zum Kunden.
Also die Spreizung relativ muss die gleiche sein beim Endkunden wie am Markt. Das ist ja völlig klar. Und das hat man in der Vergangenheit gemacht mit den integrierten Energiesystemen. Also es war immer so, auch in Frankreich heute noch so, dass der Preis beim Endkunden natürlich um 100% variiert und nicht um 5%. Also die haben teilweise in Chamonix, habe ich das gesehen, Anlagen, da ist das 200-300% Differenz. Also wenn die da keinen Strom haben, da wird das teuer. Also zwischen Hoch- und Niedrigpreisphasen, genau. Genau, und das ist auch regional. Und das ist eine Debatte, die hier sozusagen unbelebt ist, weil es eben heißt, dann diskriminiert man ja Zonen, die einfach eine schlechte Versorgung haben. Ne? Und ist das nicht in Frankreich auch teilweise wieder abgeschafft worden? Ich weiß gehört nicht. Zu haben, aber also ich bin jetzt nicht 100% sicher. Ich habe das vor 2 Jahren ungefähr erlebt. Ja. Dann, gut, dann Herr Roth. Ja, Hans Roth, Stadtwerke München. Bei der Power-to-Heat-Technologie, die ja eigentlich wahrscheinlich die erste sein wird, die so richtig große Sektorkopplungstechnologie sein kann, das heißt also, wo wirklich Energiemengen über die Sektorengrenzen transportiert werden können, da haben wir ja 2 konkurrierende Technologien, die Wärmepumpen und die direkten elektrischen Heizungen. Wie sehen Sie da, also sagen, diese direkte elektrische Heizung, die relativ billig ist, die auch als Zusatzheizung in bestehende Heizsysteme eingebaut werden kann, würde doch eigentlich jetzt mal vielleicht ganz attraktiv sein, aber sie hat natürlich nicht das Potenzial, wirklich ganz große Mengen zu ersetzen, weil dafür die Leistungsbedarfe ja viel zu hoch wären. Andererseits die Wärmepumpe, die sehr effizient ist, also praktisch auch große Mengen betreiben, Mengen bereitstellen kann, aber ja, relativ viel kostet. Also das heißt, da ist sozusagen die Hürde, die in so eine zu investieren, viel höher. Wie sehen Sie da die Aufteilung? Was setzt sich da wie durch? Das kann ich natürlich final eigentlich auch nicht beantworten. Also prinzipiell ist natürlich aus Effizienzsicht für die Energie für die Solarleute immer wichtig, die Effizienzen zu beachten und eher sozusagen auf die Effizienztechnologie Wärmepumpe zu setzen. Aber natürlich hat es mit Preis zu tun und ich glaube, das ist die eine Seite. Wir müssen es einfach schaffen, durch Verbreitung der Wärmepumpe und Technologie die Preise für die Wärmepumpe zu senken, was jetzt ziemlich gut auch sichtbar ist. Zum Beispiel bei diesen Wärmepumpen-Kompakt-Boilergeräten, die kann man für 1900 Euro inzwischen kaufen. Das ist ein internationales Produkt, da ist die gleich drin wie an der Spülmaschine auch. Da kostet es eigentlich nicht mehr, die Wärmepumpe. Und dann macht die ein COP von 4 im Keller, bisschen Mogelmodell, weil sie sich natürlich die Abwärme von dem Kessel nimmt, um dann mit der Wärmepumpe das Warmwasser hochzuspannen. Aber es gibt Produkte, die durchaus da auch schon attraktiv sind mit Wärmepumpe. Ansonsten, klar, kann man sagen, hybride Heizung ist ein Konzept und die Kosten, das Kapital ist gering für einen Heizstab, ist völlig klar. Und dann rennen natürlich auch alle Wärmenetzbetreiber sofort los und sagen, was kriege ich denn für den verramschten Strom? Und dann wollen sie natürlich alle ihren Heizstab anschalten. Da muss man natürlich dann vorsichtig sein, glaube ich, ne? Weil dann kommt es auch schnell zu einem Lawineneffekt und im Endeffekt ist der natürlich nicht billig, der Strom. Ne? Also wir reden immer davon, dass wir da Überschussstrom und Abfallstrom hätten, aber wir brauchen den Teil ja, um den anderen zu verdrängen. Also letzten Endes, glaube ich, ist es eher eine Übergangslösung und eher partiell zu verwenden. Und soweit ich weiß, in den Remo-Studien gibt es die Heizstäbe auch, aber sie sind auch in 2050, aber sie sind sozusagen im marginalen, also kumulierten Energiebereich. Es ist einfach nur so ganz die Spitze. Herr Buchholz. Wolfgang Buchholz, Universität Regensburg. Ich habe 2 Fragen zu Speichertechnologien. Sie haben ziemlich optimistisch gesagt, dass die Preise für Speicher stark sinken werden. Mich würde einfach mal interessieren, wie die sich in den letzten Jahren entwickelt haben. Und meine zweite Frage, Sie haben ja ziemlich plastisch beschrieben, so das, man versteht es ja sehr gut, wie das mit den dezentralen Speichern im eigenen Keller aussehen könnte. Aber an was für Technologien denken Sie, wenn es sich um zentrale Großspeicher handelt? Gut, also zu der Batteriepreisfrage, da hatte ich ja einen Chart aufgelegt, dass man sieht, dass die Preise heute schon relativ weit gefallen sind und dass es auch Preisprognosen gibt, die im Heimbereich eher sozusagen die 300 Euro als
Grenzwert annehmen für die Kilowattstunde. Aber ja, ich habe auch Zweifel, ob das tatsächlich der Grenzwert ist. Wenn man die heutigen Märkte anguckt, wie aggressiv die reagieren, dann sieht man teilweise Preise für PV, die haben nichts mit den Herstellungskosten zu tun, sondern mit dem Preis. Weil es Überschuss gibt, geht der Preis halt runter und dann sehen wir Anlagen für 4 Cent die Kilowattstunde. Also ich glaube nicht, dass das nachhaltig geht, mit chinesischer Technologie auch nicht, für 4 Cent die PV-Module so zu produzieren, dass wir die nachhaltig sehen. Aber mag sein, also an die 300 Euro glaube ich, und wenn man die Automobilhersteller fragt, dann sagen die schon auch 300 ist ja jenseits, da würden wir nie eine i3 BMW-Batterie kaufen, also das ist sehr viel niedriger, der Preis. Also ich kann es nicht mehr begründen, wie die Erwartung, dass wir schon davon ausgehen, wenn das ein Massenprodukt wird, dass wir davon ausgehen, dass das einen extremen Preisreduktion zur Folge hat. Also das ist sozusagen, glaube ich, auch die Story der Dezentralen, muss sein, dass das in einem wenig regulierten Umfeld im Markt passiert mit Privatinvestition. Also die Leute müssen motiviert sein, etwas zu kaufen, was nicht per se am Anfang schon volkswirtschaftlich das Optimum ist, das ist es oft nicht, sondern was sie motiviert, sich einzubringen. Dadurch geht der Markt los und dann wird das Produkt sozusagen so günstig, dass der Markt entsteht. Also es ist wie beim Auto auch, man würde natürlich für ein Mobilitätskonzept, wenn keiner ein Auto hätte, niemals Autos erfinden, um sich von A nach B zu bewegen, sondern man hat diesen Markt kreiert und der funktioniert dann und der hat dann das minimale Preis erzeugt. Insofern denke ich auch, die dezentrale Story hängt davon ab, wie viel privates Engagement und Attraktivität in dem Kleinsektor dann auch ist, um solche Investitionen zu fördern. Die andere Frage war noch wegen den Großspeichern. Das kann ich im Endeffekt auch nicht richtig beantworten. Es gibt diese Remote-Studie und die eher Thermiker-Fraktion, sage ich mal, die dann sagt, also jede Welt hat da das eigene Modell, ne? Die Wasserstoffleute sagen, alles geht mit Wasserstoff, die Wärmeleute sagen, alles geht mit Wärme und jetzt die Elektrofritzen, die sagen, alles geht mit Batterie. So, und die Wahrheit liegt dazwischen, also ich würde sagen, jetzt die Batterien, die sind natürlich nur ein paar Stunden Speicher, also wir reden da von 4, 5, 6 Stunden, also eine Zeitkonstante, die ist überschaubar. Bei Wasserstoff reden wir auf jeden Fall von eher saisonalen Effekten, was relativ lang ist und was man dann auch braucht, wenn man in die hohen erneuerbaren Quoten kommt, bei 60-70% Anteil, dann wird das nötig. Und dann ist natürlich schon die Frage, wenn man da hin will und weiß das, dann kann man natürlich sagen, ich setze jetzt auf eine Kavernentechnologie mit Wasserstoff oder Methanisierung und schaffe mir da so eine Speicherinfrastruktur, die das sozusagen die Performance besitzt, dann auch zu einem günstigen Preis das zu speichern. Aber ich sag mal, die Wasserstoff-Idee kommt sehr spät, wie ich jetzt da auch aufgelegt hatte. Da kommt erstmal die Idee, Wasserstoff zuzuspeisen in die etablierten Gasnetze und dann hätte man natürlich erstmal keine Speicherkosten. Das ist völlig klar, dass man dann so sukzessive in die Speicherung reinkommt, weil man im Gasnetz eh schon Speicher hat, einige Monate lang, und die kann man natürlich auch nutzen und die ist auch zur Verfügung. Und im städtischen Kontext ist es auch nochmal relativ wild, auch was da Remote macht. Also da sind, wenn man das genau anguckt, sind da gigantische Töpfe in Fernwärmenetzen, die dann so nach dem dänischen Konzept, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, die haben ja Wind und KWK als Energiekonzept gemacht, haben das sehr erfolgreich und die stellen im Prinzip auf die grüne Wiese eine Woche Wärmespeicher. Also das sind halt einfach Wassertanks, riesig große, und da wird entweder Wind oder KWK-Wärme reingetan. Die haben die direkte Stromnutzung auch, also die, wenn Überschuss Wind ist, dann wird da geheizt und dann wird es warm und genau, und KWK geht halt die Abwärme rein, wenn geheizt wird, und das Zusammenspiel geht ziemlich gut dort. Und da spielt dann auch die Solarthermie wieder rein, dann kann man die Stromgestehung der Wärme nochmal genau angucken, und wenn man die natürlich großflächig da irgendwo installiert an solche Infrastrukturen, die dann eher im städtischen Kontext sind, dann werden auch diese Speicher relativ bezahlbar. Also natürlich sind städtische Speicher viel günstiger wie jeder einen Stahltank im Keller mit 2 Kubikmeter. Also ich frage jetzt mal nicht zu den Kosten, weil da kommen wir nachher sowieso nochmal zurück, denke ich mal, weil auch Herr Rolle wahrscheinlich noch was dazu sagen wird. Frau Henning, noch eine Frage? Ja. Ich hätte noch eine Frage zu dem Thema Wärme. Ich kann mich erinnern, dass der Professor Henning mal einen Vortrag gehalten hatte in Brüssel. Da ging es dann auch um die Frage, wie hoch muss die Effizienz der Gebäude sein, bevor ich anfange umzustellen auf Wärmepumpen.
Und momentan haben wir, obwohl wir ein recht reiches Land sind, immer noch sehr geringe Sanierungsquoten von den Häusern, die auch ums Verrecken nicht hochkommen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wann, wie das jetzt in den Modellen unterstellt ist, wann glauben Sie, dass wir quasi die Anzahl der Häuser so saniert haben, dass man tatsächlich auf Strom umstellen könnte? Weil ohne das funktioniert es halt leider nicht. Also ich kann jetzt die Zahl nicht genau nennen. Ich weiß nur, dass eine der Grundannahmen genau die war in der letzten Stromstudie, was kostet die Energiewende, dass man eben nicht die 2% Sanierungsrate genommen hat, sondern nur 1, also sehr viel konservativer geworden ist. Man hat gesagt, es ist wahnsinnig teuer zu sanieren und hat die Kosten gegenübergestellt der aktiven Produktion und kam im Prinzip genau zu dem Ergebnis, dass die Totalsanierung in dem Maße wenig Sinn macht ökonomisch und dass daher eher Sinn macht, mehr erneuerbare Technologien in dem Stromversorgungssystem zu erschließen und dass da irgendwo ein Optimum gibt. Aber da waren eben auch diese großen Wärmetöpfe in den Städten plötzlich aufgetaucht. Die muss man auch hinkriegen. Ich weiß jetzt, ich denke, die haben natürlich auch ein Kostenmodell dahinterlegt, aber das muss man auch infrastrukturell hinkriegen. Das sind für mich schon noch viele Fragen. Und wenn man mich jetzt fragen würde, die nächsten 10 oder 15 Jahre, dann glaube ich relativ klar, dass man eigentlich eine parallele Strategie braucht zwischen Wärmepumpe und KWK. Also aus meiner Sicht ist die Wärmepumpe überall dort genial, wo neu gebaut wird und Niedrigenergie gebaut wird und der Altbau, der lässt sich quasi nicht so sanieren, da ist die KWK die richtige Antwort. Und wenn man die parallel die Wohngebiete der traditionellen Häuser und die Neubaugebiete so koppelt, dann ergänzt sich natürlich exakt die Produktion der KWK mit dem Bedarf der Wärmepumpe. Das heißt, man hat im regionalen Kontext exakt das, was man will, dass die nicht sanierten KWK-Anlagen den Strom liefern für die hocheffizienten Gebäude. Und das geht, glaube ich, eine ganz schöne Zeit so. Jedenfalls wenigstens für eine Lebenszeit der Wärmepumpe. Eine ganz kurze Frage noch. Wir sind schon etwas über die Zeit. Oliver Falk von der Hochschule Weihenstephan. Kurze Frage, KWK wäre nach wie vor fossil betrieben, also mit Erdgas betrieben. Das heißt, da sind wir ja nicht im Bereich erneuerbar. Soll man das noch so propagieren? Soll man das in der Weise noch so propagieren? Weil im Endeffekt könnte man dann sagen, gut, machen wir vielleicht ähnlich effizient mit Gasheizungen weiter und gehen vielleicht in Zukunft da eher mit Wasserstoff rein? Also, soweit ich weiß, ist in den Szenarien auch das Gas nicht ganz auf Null in 2050, es bleibt ja was. Und von daher denke ich, und man kann ja über Gasnetz auch genau mischen. Also man hat ja sozusagen die Möglichkeit, den Anteil an konventionellem Gas und erneuerbarem Gas zu steuern. Und über den, aber letzten Endes auch, wenn man erneuerbares Gas hat, muss man rückverstromen. Also um die KWK kommt man irgendwie nicht rum. Insofern an der Stelle dann muss man es eigentlich propagieren. Und meine These ist, aber das ist auch meine Meinung, ist, wenn wir eine Kessel-Effizienzverordnung hätten, die relativ hart ist, dass der Markt für KWK extrem anziehen würde und damit natürlich auch dieses Produkt erschwinglich werden würde. Gut, ich würde einfach mal behaupten, es gibt kein einziges BHKW unter, sagen wir mal, 50 bis 100 KW, das ökonomisch laufen kann. In einem normalen Heizzyklus in einem Haushalt, ja, wenn man einfach die Betriebsstunden nicht hinkriegt. Das ist halt immer ein bisschen das Henne-Ei, ne? Also ob man glaubt, dass das günstiger wird oder nicht. Also klar, das ist ja auch die städtische BHKW-Situation, dass die sich nicht lohnen und im Prinzip die Volllaststunden auf größer 5000 Stunden eingestellt werden, damit die ökonomische Wirtschaftlichkeit da ist. Aber davon muss man sich, glaube ich, ziemlich lösen, weil prinzipiell auch so ist, dass bei diesen 2050-Studien die vorgehaltene Leistung extrem steigt. Also wir bauen da ein doppelten Erzeugungspark auf. Das ist einfach so, ne? Für wenig Stunden viel Leistung.